Steht und gezogen wurde von der Newport Breeding. Gratulation, Isadore Newport, Michael Nitschi, die Siege im Autohaus Kubowski. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Ich denke, du bist ein bisschen eingegraben. Nichtsdestotrotz zwei Ehrenplätze, ein dritter Platz. Man hat schon gesehen, da ist Talent. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ich vorne war, hatte sich so gedacht, auch warum will ich jetzt so mehr machen als möglich. Ja, so ist es. Es ist wirklich Talent vorhanden. Sie ist noch nicht ganz stabil genug, noch nicht ganz stark genug. Deswegen ist sie auch ruhig aufzubauen. Sie ist ein ganz feines Pferd und ich glaube, nächstes Jahr, wenn sie ein bisschen mehr Substanz hat, kann sie sehr gut werden. Deswegen auch, wenn sie ein bisschen kräftiger ist, dass es ein tolles Pferd wird. Und was mir natürlich immer besonders gut gefällt, und das ist oft so, wenn man in den Winterswerke kommt, die Pferde sind sehr gechillt und ich liebe das persönlich sehr. Ja, das stimmt. Eigentlich sind sie zum Großteil ruhig und noch schön zu fahren. Da legen wir große Wert. Eine Frage habe ich noch. New Horizon im Trabreiten. Was können wir erwarten? Zu Hause arbeitet er gut und er sagt, der Hit fand ich auch gut. Und ich glaube schon, wenn er das erste Mal gut wegkommt, dann hat er noch eine Chance. Ich bin gespannt. Aber herzlichen Glückwunsch mit der Arbeit. Wir wollen hier auch Michael Nitschi, für Michael Nitschi und Isadora Newport aus dem Besitz von Karin Walter Mommert. Aber alles drauf? Ja. Ja, guter Apparat hier, ne?